Jo, hallo, servus und habe die Erde. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich seit kurzem einen neuen PC. Einen für meine Verhältnisse sogar relativ guten PC. Ich nutze ihn aber eigentlich nur zum Arbeiten, aber ich dachte mir, ich könnte mal darauf probieren, ob Garden of War 2 darauf läuft. Und deswegen habe ich mir das 10-Stunden-Trial runtergeladen, also wo man so 10 Stunden gratis Garden of War 2 spielen kann. Und habe dann noch ca. 2,5 Stunden probiert, das mit der Aufnahme irgendwie zu fixen. Was, wie ihr seht, jetzt auch ganz gut geklappt hat. Nur, ihr hört leider keinen Sound, also keinen Ingame-Sound. Das tut mir sehr leid, aber ich habe jetzt keine Geduld mehr gehabt, da noch 2 Stunden herumzuprobieren, herumzutechniken, damit da der Sound funktioniert. Aber, ja, ich hoffe, es geht so auch. Und, ja, wie ihr seht, ich spiele jetzt gerade PC, also gerade noch 2 auf dem PC. Und ja, ihr müsst aber zuerst noch wissen, bevor wir uns jetzt hier in meine erste Multiplayer-Runde reinhauen, dass ich vorher noch nie Garden of War 2 oder generell einen Shooter oder ein paar PC-Spiele habe ich schon gespielt, aber ich habe noch nie einen Shooter auf dem PC mit Maus und Tastatur gespielt. Noch nie, auch nicht angespielt. Und Garden of War 2 habe ich bis jetzt auch nur diese kleine Erfahrung gehabt, eben bei diesem Spiel hier jetzt. Dieses Anfangstutorial mit der Sonnenblume, wo man sich da durchkämpfen muss, aber sonst noch nichts. Ich habe mir jetzt nur kurz die Steuerung angeschaut, wie man nachlädt, wie man springt, wie man das und das macht, aber sonst weiß ich absolut noch gar nichts und ich kann auch überhaupt nicht mit Maus und Tastatur umgehen, deswegen wird das jetzt, glaube ich, für die PC-Spieler ganz lustig. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass ich ein bisschen eine raue Stimme habe, aber ich denke mal, das stört euch nicht. Die Huster werde ich dann ausschneiden und ich würde sagen, ihr seht hier, ich habe das noch nicht mehr geöffnet. Wir hauen uns jetzt in die erste Multiplayer-Runde eines Ego-Shooters für mich, generell Shooters in Garden of War 2 rein mit, keine Ahnung, machen wir mal die Erbse, glaube ich, die ist ganz, ganz gut für den Anfang, weil da muss man nicht so genau zielen. Ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe vorher noch nie einen Ego-Shooter gespielt und noch nie Garden of War 2 gespielt. Es wird bestimmt recht interessant. Das Einzige, was mich hier retten könnte, ist meine Garden of War 2 Erfahrung auf der Xbox One, aber das ist halt dann doch wieder was anderes. Gut. Gartenschiffbombe, eigentlich ganz gut für den Anfang. Mal schauen, wie weit wir schon sind. Das passt doch eigentlich. Okay. Mal schauen. Ja gut, besonders hoch sind die Gegner hier auch nicht. Okay. Go. Ich persönlich habe übrigens auch keinen Sound. Das erschwert das Ganze noch dazu. Aber ich kenne zumindest die Map. Oh, holy shit. Holy shit. Oh, Chili-Bohne. Wow. Okay, mit WASD, mit den Tasten komme ich noch gar nicht klar. Ich weiß, ich voll genial eigentlich. Man lädt auf R nach. Ist ja voll logisch, weil Reload ist ja voll geil eigentlich. Das habe ich noch nie gedacht. Und dann habe ich so mit den Tasten ausprobiert und dann, R lädt man nach. Macht ja voll Sinn eigentlich. Ja. Ihr hört vielleicht auch hin und wieder auf die Tastatur. Ach du Scheiße. Hey, ich hab den Kill gemacht. Dass die Maus kloppen. Aber ja, ich kann damit noch nicht so ganz umgehen. Hey. Wieso bin ich jetzt gestorben? Ich habe auch noch einen gekillt, oder? Wie geht denn das hier? Oh, ja, hey, ich bin nicht mehr schlechteste. Okay. Es ist so behindert, da kann man nicht so schnell Hyper einsetzen. Wow. Also, für die Leute, die sich fragen, ob ich jetzt öfter PC spielen werde, also eindeutig nicht. A, kann ich es nicht, B, habe ich ja schon alles auf die Xbox One und ja, ich bin halt einfach ein Xbox-Spieler und C, möchte ich mir noch nicht gar noch 2 nochmal kaufen. Ich spiele, wie gesagt, hier, hey, das war ein Lucky. Nur das Trial und das geht nur 10 Stunden lang, ja. Wie ich heiße, habt ihr schon gesehen, also genauso wie auf der Xbox One. Aber es bringt euch halt nicht wirklich was, wenn ihr mich da als Freund hinzufügt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Irgendwie bei Origin. Keine Ahnung. Ich kenne mich echt aus. So. Wieder konzentrieren. Ich drücke immer 4 statt 3. Und ich habe jetzt 1. Und jetzt stirbst du da. Hey! Ich habe eine 4er-Streak! What the fuck? Ich bin gleich tot. Weg hier. Und, ja, ich vergesse mal zum Nachladen und dann... Natürlich, kill mich der Bot. Ich glaube auch.
Okay, ich spiele mal einen anderen Charakter und zwar. Ich spiele mal den Mais. Ganz klassisch. Weil da muss man ein bisschen besser zielen. Mal schauen, wie ich mich mit dem tue. Aber das mit diesen. Ich glaube, man kann bestimmt auch die Fähigkeiten auf die andere Taste legen. Ich habe auch generell nichts umgestellt bei den. Ah, da kann man ja mit links und rechten Maus, die kann man anvisieren. Genau, das weiß ich auch schon. Man kann die. Kann man die Fähigkeiten und die ganzen Dinge umbelegen auf andere Tasten? Bestimmt irgendwie. Ich habe da auch noch nichts geändert bei den Empfindlichkeiten oder so in die Richtung. Wow. Richtig gut, Mann. Aber an sich ist Zielen an sich ist gar nicht mal so schwer. So, sorry. Ich hatte gerade einen leichten Todesanfall. Oder Hustanfall auch genannt. Ja, ich habe eine leichte Sommergrippe, aber es geht eigentlich schon wieder. Es war schon mal schlimmer. Ich wollte es jetzt unbedingt probieren. Ich konnte nicht mehr warten. So. Oh nein, oh nein, nein. Zwei, zwei, zwei. So. Schießen, schießen. Hey, ja, gut, ist eingeschleimt. Ha, meiner. So, gehen wir mal davor. Das sind einige Gegner. Nummer 3. Ich sage mir einfach nur die Zahlen, dass ich da einfach den Fähigkeitennamen sage. 1. Ja, gut, jetzt bin ich tot. Da bin ich mitten in den Gegnern drin. Aber wenigstens ein paar Vorlagen. An sich funktioniert es eigentlich ganz gut. Mit dem Movement komme ich noch nicht ganz klar. Weil das ist halt extremst ungewohnt, wenn man vorhin nur dass den Controller gewohnt ist. Ich sollte vielleicht zielen, anvisieren auch. Aber es geht eigentlich, vom Zielen her geht es eigentlich ganz gut, finde ich. Oder auch nicht. Nein, ich nehme es zurück, nehme es zurück. Ach, das würde ich loslassen auch vielleicht. Wow. Und da muss ich muss immer auf die Tastatur schauen, damit ich weiß, welche Fähigkeit ich einsetze. Also ich glaube, ja, das spricht, also wenn man da sich ein bisschen einspielt, dann geht es bestimmt besser. Oder besser eine bessere Tastatur hat. Das ist das Ganze auch ein bisschen anders, glaube ich. Habe ich mal gesehen zumindest. So, aber wir fühlen sogar. Geh mal auf den. Ey, Mann, ich treffe ihn nicht. Ja, nein, nein, nein. Oh. Ja, das mit dem Movement und gleichzeitig das mit dem Bewegen, das funktioniert gar nicht. Mit dem Movement und mit dem Bewegen, ja, genau. Genau das wollte ich sagen. Mit dem Zielen und mit dem Bewegen. Nein, also was das angeht, werde ich bestimmt demnächst kein PC-Spieler. So. Nachladen, genau. Dann gehen wir mal davor. Und haben wir da eine 1 hier. Ja, ich treffe ihn, ich treffe ihn, ich treffe ihn, aber er trifft mich auch. Vorlage schon wieder. Gehen wir mal darunter. Ach, den hätte ich geholt. 2, 2, 2, 2. Ja, das Problem ist, ich muss immer auf die Tastatur schauen. Sonst wird das nichts.
Oder ich ignoriere einfach die Fähigkeiten und spiele einfach so mit. Nur mit dem Schießen. Das kann ich auch mal probieren. Aber jetzt ist, glaube ich, das Spiel gleich zu Ende. Und noch eine 3 rein. Ja, Mann. Noch einen Kill. Nein, nicht mal zu Ende. Und noch eine 1 rein. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, nur Vorlagen, Mann. Ich werde bestimmt Vorlagenmeister. Das ist so. Bekommst du einen Fingerkrampf, Mann. Wenn du da Fähigkeiten und nachladen und dann bewegen überhaupt. Oh shit, weg hier. Nein, wo gehe ich denn hin? Da runter. Gehen wir mal. Ja, gehen wir so rauf und schießen wir dann da so rüber. Oh. Drei. Eins. Nein. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft, oder? Ja, verteidigen wir das noch. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt, wie ich gespielt habe. Wahrscheinlich eine kleine Katastrophe. So, 11 Kills, 2 Level aufgestiegen und nur 7 Tode. Das geht eigentlich für die erste Runde, oder? Machen wir noch ein Pack auf. Achso, nein, das geht erst. Ja, in ein Pack machen wir jetzt auf. Machen wir das auf. Ja. Etwas anderes hätte ich. Ey, in Ding schnappen habe ich gleich. Ist ja nett. Okay, gut. Interessant. Interessante Erfahrung auf alle Fälle. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde nicht dauerhaft auf dem PC spielen. Und auch nicht gar noch auf zwei spielen. Ich habe es nur mal angetestet, ob es auf dem PC funktioniert. Jetzt weiß ich es. Ja, war mal eine interessante Erfahrung. Ich dachte mir, ich lasse euch daran teilhaben. Ich heiße, ihr wisst jetzt auch auf dem PC, aber ich glaube, es ist relativ sinnlos, mich da irgendwie als Freund hinzuzufügen oder so. Wie ihr wollt. Gut. Ich hoffe, dir hat dieses kleine, etwas andere Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.